So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play WoW Darkest Dungeon Challenge. Willkommen zurück, wir leben immer noch, Level 25. Wir haben tatsächlich fast die ganzen Classic Dungeons durch, also mehr als die Hälfte sind wir schon so weit gekommen und ich bin sehr überrascht. Wie gesagt, Leute, es ist wirklich alles fair, es ist nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit würfel, bis was Schönes rauskommt, sondern ich nehme das Erstbeste und dann rollen wir with it. Deswegen würde ich sagen, machen wir exakt genau dasselbe und schauen uns an, was wir bekommen. So. 5. Und 5, meine Lieben, ist Tunnelblick. Spieler spielt in der First-Person-Ansicht. Kann man mit leben. Ich glaube, die nächste Dungeon, die uns jetzt hier erwartet, wenn ich mich nicht täusche, ist Hügel der Klingenhauer. Jo, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in Hügel der Klingenhauer. Bis gleich. So, Leute, willkommen. Wir sind zurück. Nach knapp einer Stunde warten, ja, sind wir drin. Aber wer hätte das erwartet, wenn man um 12 Uhr sowas macht, dass man dann halt natürlich halt das Problem hat, dass das ein bisschen dauert, bis man eine Gruppe voll bekommt. So, damit haben wir das geregelt. Wir gehen zurück in die First-Person-Ansicht und gehen in Krall der Klingenhauer rein. Eigentlich eine Dungeon, muss man auch mal so gesagt haben, die ich zu damaliger Zeit wirklich sehr, sehr mochte. Es ist wirklich einer meiner absoluten Favorite-Dungeons, das kann man mal so gesagt haben. Ich mochte sie, weil wir sie auch damals in Classic-Zeiten, also als wir The Burning Crusade besser gesagt gespielt haben, sehr viel gefarmt haben. Einfach weil es hier coole Gegenstände gab. Ich wollte unbedingt die Waffe haben, ich wollte unbedingt die Schultern haben von, ich weiß gar nicht, wie der Typ da im Classic hieß, aber ihr wisst natürlich, die Monstrosität, die da rumgelungert hat, die man besiegen konnte. Es war ja damals für Schurken, glaube ich, so mit einer der besseren Schulterstücke, die du so erfarmen konntest. Aber Leute, wir sind auch natürlich ein bisschen da, um ein bisschen über neue Sachen zu reden, die sich im Laufe der Zeit in WoW angebahnt haben. Man mag es kaum glauben, aber es ist schon in dieser kurzen Zeit, wo wir das letzte Mal gequatscht haben, einiges passiert. Namentlich, und das finde ich ja eher der interessante Aspekt, das ist ja etwas, worauf ich mich tatsächlich auffreue und vielleicht hoffentlich die Leute so ein bisschen zufriedenstellt, weil, muss man auch mal so gesagt haben, auf meinem Video, wo ich über die WoW-Community so ein bisschen gesprochen hatte, sagen wir es mal so, nicht jeder hat geil reagiert darauf, obwohl ich ja eigentlich nichts Böses im Schilde geführt habe oder das irgendwie voll böse gemeint habe. Es ging eher darum, dass es halt einfach der Wahrheit entsprach, dass halt Leute nun mal ein bisschen meiner Meinung nach zu viel geweint haben um Plunderstorm. Einfach auch, um es mal auch so zu sagen, weil es ja auch ein Modus ist. Und das ist, finde ich, kann man, ist natürlich objektiv, muss man natürlich immer objektiv betrachten. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Plunderstorm eine ziemlich coole Modus war, den du spielen konntest. Nimm mir ein MMO, was sowas in der Richtung jemals gemacht hat. Genau, eben, es gab keine anderen MMOs, die sowas in der Richtung jemals gemacht haben. Das ist ja der interessante Fakt sozusagen, dass es niemanden gab, der sowas irgendwie gemacht hat. Klar, so richtige Battle Royale-Spiele, aber selbst das Konzept, so wie man es kennt, gibt es gar nicht, so mit Leveln und so ein Stuff, das gab es alles nicht so, deswegen muss man schon sagen, muss man WoW auch mal Props aussprechen, dass sie so einen interessanten Modus gestaltet haben und ja, aber für alle diejenigen, die nicht so PvP-affin sind, das ist ja das, was man ja schon sagen kann, viele Leute so ein bisschen abgefuckt hat, gibt es ja jetzt einen neuen Modus, der angekündigt worden ist, nämlich Pandaria Teil Remix oder wie sie es genannt haben. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißen wird, aber es hieß ja irgendwie so Zeitwanderung Pandaria Remix. So wurde es ja, glaube ich, irgendwie dargestellt. Und da geht es halt darum, dass es, so wie man es vielleicht schon heraushören kann, dass es Zeitwanderung ist, aber auf anders. Es ist so, wenn man es mal wirklich vergleichen müsste, ist es so eine Mischung aus Season of Discovery, ja, gemischt mit Retail WoW. Das heißt, es wird für uns möglich sein, Pandaria, so wie man es damals kannte, zu spielen. Also, so wie ich es verstanden hatte, ist es auch wirklich gut dazu gedacht, Twinks hochzuleveln, wo man, sagen wir mal so, vielleicht nicht Bock hat, sie gerade aktuell im Retail-WoW sozusagen zu leveln, soll das sehr, sehr gut sein, das eben halt dort zu machen. Warum? Weil du dort halt sehr viele, viele, viele Gegenstände, Transmog-Sachen freischalten kannst. Also es funktioniert ja so, du stellst dir einen Charakter, der startet auf Level 10 und dann machst du einfach den ganzen Pandaria-Content bis Level 70. Also der ist so scheinbar gestreckt, dass du damit Level 70 werden kannst. Jetzt kommt aber der coole Twist an der ganzen Sache für diejenigen unter euch, die vielleicht jetzt so im WoW-Spektrum nicht die ganze Zeit unterwegs sind. Oh, das ist eine coole Waffe, die nehme ich.
sogar wieder mal was mit irgendwas. Cool, nämlich. Für alle die so im WoW-Spektrum nicht unbedingt aktiv sind. Das Geile ist, es gibt viele, viele Gegenstände, die. Ja, super. Gemeinsam können wir die Pläne von Todessprecher Schwarzdorn durchkreuzen. Ja, ist Es ist okay. aber Das einfach. Coole an der ganzen Sache ist, ich dachte, ich muss jetzt nur vielleicht mal hier irgendwas nochmal annehmen, aber das kann man alles ummachen. Dass man jetzt dort auch ähnlich wie man es aus Season of Discovery kennt, es mittlerweile die Möglichkeiten gibt, dass es spezielle Sockel gibt, die du mit irgendwelche Juwelen reinpacken kannst. Heißt also, Ich habe theoretisch, kein es gibt Ziel. solche Juwelen oder Sockel. Ich habe jetzt nicht viel geguckt, das ist jetzt alles nur so ein bisschen, was ich aus WoW halt gelesen habe. Ich will mich ja auch nicht zu viel spoilern lassen, das ist noch nie so mein Ding gewesen. Aber zum Beispiel gibt es so einen Sockel, dass du beispielsweise eine Ich muss Utility-Fähigkeit erstmal von was anrichten. irgendeiner anderen Klasse einfach bekommst. Das heißt, theoretisch, wenn du zum Beispiel einen Schurken spielst Ich habe kein und Ziel. beispielsweise deine Utility sprinten Lass ist, die wodurch Macht du für des eine kurze Toten Zeit sanft schneller über bist, uns Eruptus kannst du aber schwaden. einen Sockel finden, der dir eine Jäger-Utility gibt. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel einen Rückzug einsetzen Ich oder du muss könntest zum erstmal was Beispiel, wenn du ein Jäger anrichten. bist, doppelt einen Rückzug einsetzen und sozusagen so ein Double-Double-Back-Back-Jump machen. Keiner zwingt So, mich, solche Lass die Sachen. Da Macht gibt der es halt sowas Dunkelheit wie mich in ein, Ruhe halten. viele, viele Möglichkeiten, dass du irgendwie was finden kannst, was deine was die Erfahrungspunkte boostet. Dann gibt es noch solche Sachen wie, du hast die Möglichkeiten, dort auch Ich einfach brauche ein sowas zu Ziel. holen, dass du deine sekundären Werte oder Primärwerte steigerst. Also es gibt da sehr viele Sachen, die so ein bisschen das ganze Levelerlebnis Ich muss Twist in einen erstmal was gewissen Twist geben sollen. anvisieren. Und das Interessante, Raids sind sozusagen in der Levelphase integriert. Das heißt, anstatt dass es sozusagen Endgame-Content ist, nee, das kannst du auch einfach zum Level benutzen. Das heißt, mit Level 20 oder so kannst du so den ersten Raid oder so machen, den es im Mists of Pandaria gab und dort halt Gegenstände und dir Erfahrungspunkte holen. Und das finde ich wiederum cool, dass das auch so ein Teil der Experience ist. Und ich bin sehr gespannt, wie das ankommen wird, weil, das muss man auch so gesagt haben, das ist ja jetzt ein PvE-Event, ja. Viele Leute haben sich ja darüber aufgeregt, dass ja Plundersturm eher PvP ist. Jetzt haben wir auch mal endlich die PvE-Leute was. Und natürlich für die, die Ich sich bin zu fragen, ja, weit gibt es noch irgendwas anderes, was cool ist? Ja, es gibt sehr, 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 sehr viele Transmog-Gegenstände und exklusive Items, die du dir dort erfarmen kannst. Also Sachen, die es damals in dem Pandaria gar nicht gab. Also wenn es, da gibt es zum Beispiel so Reittiere mit anderen Farbvarianten, die Ich es habe kein so Ziel. im ursprünglichen Mists of Pandaria nicht gab. Ausrüstungstransmogs, die komplett in einer anderen Farbe sind. Also da gibt es sehr, 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 sehr viel, was man sich erfarmen kann, Leute. Das heißt, für diejenigen unter euch, die so ein bisschen Bock haben, da Ich vielleicht brauche auch ein ein bisschen Ziel. Transmog zu farmen oder auch Das Ziel kann ich Reittiere oder nicht was auch immer, da annehmen. gibt es ziemlich viel, was man machen kann. Ja, die werden meiner Meinung nach auf ihre Kosten kommen. Das muss man mal auch einfach so gesagt haben. Deswegen freue ich mich drauf. Ich werde definitiv, sobald das rauskommen wird, ein Video auch dazu machen. Ist ja natürlich klar, weil das kommt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade so ein bisschen, ja, um es mal nett zu sagen, nicht unbedingt viel Content hat und eine Content-Flaute aktuell herrscht. Das kann also ein sehr interessanter Ansatz werden, dort eventuell mal reinzuschnuppern und vielleicht ein paar Videos zu machen, um euch, vielleicht diejenigen unter euch, die aktuell WoW gerade gar nicht spielen, sondern nur so vielleicht Content verfolgen von irgendwelchen YouTubern, mal so ein bisschen zu zeigen, ob das sich lohnt. Weil zum Beispiel ein Kumpel von mir habe ich auch gesagt, ey Bro, könnte eventuell cool sein, wenn du zu dem Zeitpunkt Ich muss zurückkehrst, erstmal weil anvisieren. der Content ist schon ziemlich nice. So, und könnte ziemlich spannend werden. Und das hat ihn dann auch meines Erachtens nach gehuckt. Und er meinte auch, jo, habe ich Bock, werde ich wahrscheinlich auch Wir haben zurückkehren, es wenn die geschafft. Zeit gekommen ist. Deswegen, Ich Leute, werde das Philakterium bewahren. werde ich euch Niemand da kann sehr politisch viele starke Videos Übernicht dazu mehr. bereiten. Also Alle erstmal so Durst ein sind. Video bezüglich ist cool, ist nicht cool und so weiter und so fort. Das heißt, darauf könnt ihr euch definitiv verlassen, dass es dazu Videos geben wird, wenn die Zeit gekommen ist. Aber ich würde sagen, das war's mit einer weiteren Darkest Dungeon Folge. Leute, man muss sagen, wie es ist, ja, bevor wir aufhören. Wir sind schon fast am Ende. Es fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9 Dungeons und dann sind wir mit Classic durch. Dann gehen wir rüber zu Burning Crusade. Und ich bin gespannt. Scholomanze wird auch schon mal ein bisschen länger dauern. Könnte auch ein bisschen gefährlich werden. Aber das hängt alles natürlich wie immer von Handicaps ab. In dem Sinne, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya.